Wir haben uns auch gut aus der Affäre gezogen. Und so, was? Da ist gerade der Wagen gestohlen worden. Ja, gut, dass er überhaupt nicht gecheckt hat, dass wir zusammengehören. Auch schon bei Peter. Ja, das stimmt. Finde ich aber komisch, dass der mich gesehen hat und Hardy nicht. Ja, wir haben den halt mega Gespräch verfolgt. Der hat sich nachher auch nicht mehr umgedreht. Ja, weil am Anfang hat Brom den halt nur ein, zwei Fragen gestellt und in dem Moment hat er sich halt laufend umgedreht, weil er die Sachen aus seinem LKW wahrscheinlich zu dem Händler gegeben hat. Genau, aber dann war der fertig. Brom den so vertieft gehabt, dass er sich nicht mehr umgedreht hat. Oh ja, ich kann jetzt schon mal sagen, dass Zuschauer auf der Gamescom, ja? Wer sich mit mir länger unterhaltet, passt auf eure Portemonnaies auf. Am Ende des Tages geht ihr ohne Geld von der Gamescom. Ohne Spaß, Brabeck, wir wären ein voll gutes Team in Frankreich, weißt du? Einfach hingehen am Bahnhof, du quatschst die Leute an und ich beklau die einfach. Ja, toll, Hardy, das haben wir auch gehabt. Scheiße, ey, wie komme ich denn jetzt da hin? Aber der andere hat auch nichts gesagt, Hardy, der mit dem Weißen weggefahren ist. Der hat dich ja gesehen, der ist an dir vorbeigefahren. Ja, der hat sogar gesehen, wie ich da dran an dem Wagen gehockt habe, eben. Aber dann bin ich wieder weggegangen. Ich habe noch 4,3 Kilometer. Irgendwie müsste ich jetzt mal langsam links abbiegen oder so, ey, das ist echt voll krank. Da ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Scheiße, ich entferne mich schon wieder vom Ziel. Guck doch mal auf die Map und geh die Straßen. Ja, aber ich sehe mich ja selber nicht. Achso, ja, okay. Ich muss das anhalten. Aber ich kann mal kurz gucken, welche Tankstelle der meint. Weißt du ungefähr, wie wir gefahren sind? Leute, du bist in der Stadt, du bist gerade durch die Stadt gefahren, oder Hardy? Nee. Weiß ich nicht. Zumindest Häuser waren links und rechts. Ja. Ja, dann bist du, wenn Häuser links und rechts waren, dann bist du zu weit gefahren. Hättest du vor links abbiegen müssen. Ach, weißt du, was ich wollte auch sein kann? Nein! Und Spaß, der geht kaputt. Nicht mit dem Dicken. Der geht hammer schnell wieder kaputt. Hammer schnell, Junge. Okay, alles klar. Ja, du hast auch kein Reparaturkit. Das heißt, wenn du eine Macke hast, kannst du nicht mehr fahren. Oder vielleicht hast du eins oder so. Nee, ich hab gar keins. Das ist nicht gut. Mach's das, Hardy. Weil wir könnten eigentlich mal umdrehen, den holen. Ja, wenn Peter eigentlich machen würde, könntest, der könnte mal kurz eine kleine Fuhre rohes Kokain zu dem Kokainhändler fahren und gucken, ob das funktioniert. Ich bin, brauche noch 3,6 Kilometer bis zum Kokainfeld. Lol, da sind wir näher dran als du. Wir sind nur 1,7 Kilometer entfernt. Ich bin zwischendurch auch stehen geblieben. Lol, aber wir haben dich doch gar nicht überholt. Nee, musst du nur die ganze Zeit die asphaltierte Straße durchfahren, dann ganz am Ende rechts abbiegen, dann bist du direkt da. Ja, da. Hä? Achso, ja, aber als man auf die asphaltierte Straße draufgefahren ist, da habe ich schon gewartet. What? Du fährst um halbwegs auf die asphaltierte Straße. Ja, genau da, an der Kurve. Achso, Leute. Da ist echt eiskalt an dir vorbeigefahren. Da ist eine Straße. Oder? Ja. Alter, mega leck. Ja, LOL. Da machen Christian und ich die Fuhre. Was ist passiert? Die Testfuhre. Ja. Was passiert, Hardy? Es ist gerade Tag geworden. Das hat mich kurz. Also du könntest mit diesem herausfinden, wo du bist. Bei uns noch nicht, aber dann könnte das gleich kommen. Moment. Also passt vielleicht auf. Meint er auch die Tanke hier. Wobei der kann nicht vor uns sein. Das nee, dann hätte er nur noch einen Kilometer. Du könntest die Punkte setzen und dann siehst du ja, wie weit die von dir weg sind. Ich habe jetzt noch 3,7 Kilometer. Warte, kurz. Oh. Ich habe gerade wieder eine Straße gefunden, auf die ich jetzt drauf fahre. Glaube ich. Okay, dann machen Christian und ich machen die Testfuhre. Ja. Okay. Das wird wieder helfen. Hardy, setz die Punkte einfach in die Richtung, wo du denkst, dass du bist. Wenn die dir näher kommen, kannst du so deinen Ort. Oh, scheiße. Ich muss erstmal. Ups. Das war ein Baum. Alles cool. Alles ist cool. Nee, hier ist echt uncool. Wenn ich hier. Boah, ich muss mal kurz. Da oben fliegt ein Heli. Ja, zwei fliegen da sogar. Ja. Der ist auch blau. Ja, wir haben ja noch nichts. Ja, wir haben eine geklaute Karre. Da fliegen übrigens zwei Helis. Die sind wahrscheinlich jetzt auf der Suche nach dem Hemd. Da fliegen zwei Helis nebeneinander. Ja, wir fahren erstmal dran vorbei. Die fliegen genau zum Kokerfeld gerade. Hardy, hast du mir zugehört, wie du deine Position bestimmt ja, hast? Ja, werde ich auch sofort machen, wenn ich hier aus diesem Gestrüpp wieder raus bin und ich wieder klar denken kann. Wir sagen einfach, wir sind auf Mission, wir müssen zur DP4. Oder hast du ein GPS? Falls wir uns anhalten sollten. Habe ich ein GPS? Nee, ja, alles stimmt, da bei dem ATM ist das. Nee, ich habe kein GPS. Ja, verdammt. Ich kann dir auch überhaupt nicht sagen, wo ich bin. Leck mich am Arsch. Ja, kannst du ja sofort herausfinden. Also, ich habe jetzt, wenn ich genau zum Kuckerfeld, habe ich jetzt noch
3,6 Kilometer. Ja, wie? Ja, und jetzt setz den Punkt mal in irgendeine Richtung und guck, ob du dir näher kommst. Ach so, meinst du das? Alter! Warte. Okay, da kam gerade ein Kokain-Dealer an uns vorbei geheizt. Ja. Weil. Alter, Bram, nicht. Okay. Jetzt habe ich noch 3 Kilometer. Da stehen wir gerade. Die Hilis jetzt sind es noch 1,5 Kilometer. Leute, es ist hell. Bin mir schon die ganze Zeit hell. Jetzt ist bei mir gerade hell geworden. 1,4 Kilometer. Ne, da habe ich mich jetzt wieder. Deswegen fand ich das so krass, dass die so gut ausgewichen sind und dich gesehen haben. Okay, ich bin 898 Meter von DP3 entfernt. Und in welche Richtung? Ja, warte. Ja, die warte. Machen das schon. Christian, wir kümmern uns mal kurz um die erste Fuhre. 295 Meter. Ja, aber hast du denn Bargeld dabei, das für das? Sag mal kurz leise. Wo ist denn jetzt das Ding? Meinst du, der ist da gelandet? Warte mal. Da hinten ist doch der Heli gelandet. Warte, bleib stehen! Da hinten rechts, da ist doch der Heli gelandet, oder nicht? Ja, da hinten rechts ist der Heli gelandet. Ne, weißt du, was wir machen? Wir drehen nicht. Wir fahren einfach an einem Kokainfeld vorbei. Dann sagen wir. Der ist doch. Die sind beide da gelandet. Einer direkt hier vor uns und einer da hinten rechts. Ja. Ist okay. So, wir fahren jetzt hier vorbei. Okay, ich hab meine ungefähre Position. Also DP3, ich sag mal. Warte mal, sind das immer Polizisten? Wo bin ich denn jetzt? Nee, das sind aber Leute mit Waffen. Ja, das stimmt. Abmarsch. War mal geil, die haben schon so viel Kohle zusammen, dass die das Kokain mit zwei Hubschraubern schmuggeln, ey. Ja, wir haben hier eine Bande, die schmuggelt Kokain mit Hubschraubern. Komm, Hardy. Knallen uns bestimmt weg. Ja, dann. Ich bin nördlich von DP3, ich sag mal. Wir überlegen, ob man sagen sollte, French. Oh, 200 Meter oder so. Ja, das ist schlecht. Du musst auf die weiße Parallelstraße. Ja, da versuche ich jetzt hinzukommen. Ich bin halt voll in der Pampa gelandet. Das ist das Problem. Na, aber Pampa ist bei deinem Auto nicht schlecht. Das sind aber keine Polizeihelikopter, oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Hardy, siehst du dieses Gebäude bei 75. 184. Aber der eine hat auf jeden Fall eine Waffe gezückt. Links von DP3. Ja. Versuch mal kurz zu sehen, ob das irgendwie, was das für einer ist. 75, 184. Wenn du reinsuppst, bekommst du die Koordinaten. Da stehen überall so Leute, die schießen. Warte, ich muss erstmal die Koordinaten checken, wie das hier funktioniert. Ja, der zielt auch auf uns. Die erste Koordinate, die ich gesagt habe. Das ist die horizontale Koordinate. Nee. Ich werde jetzt aber mal da nur noch 900 Meter sind. Nee, ich sehe. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt. 175, 184. Nee, 75, 184. Da fahr hin. 75, 184? Ja. Da sind zwei Gebäude in dem Quadrat. 75, 184. Ja, genau. Lass dir mal ein bisschen Abstand. Du siehst ja, wenn die wieder starten, das reicht ja hier schon. Da. Da soll ich hinfahren. Ja, jetzt können wir ein bisschen an den Eier rumspielen. Okay, das ist 1,2 Kilometer von mir entfernt. Fahre ich jetzt hin. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ihr noch ein bisschen zum Kokafeld braucht. Da sind gerade zwei Helis gelandet mit bewaffneten Leuten. Hier fahren noch richtig viele Autos durch die Gegend, ey. Ja, zwei sind uns entgegengekommen, zwei Offroader. Ja, die sind gerade an mir vorbeigefahren. Wie viel so Helis wohl tragen können? Keine Ahnung. Ja, ich hab dich gerade voll doppelt gehört, Alter. Ich ja. Ich mich auch. Nee, kann ich nicht rumfahren. Das ist eigentlich auch voll die gute Idee, den ADAC bestellen und dann den Heli klauen oder so. Haha, stimmt. Das wäre mega geil. Das Problem ist, voll die gute Idee. Und das Reparieren weißt du, von einem Auto dauert nicht so lange wie dich. Du kaufst einfach Waffen und zockst dir den Heli. Dann geht das, ja. Aber du brauchst auch eine Waffenlizenz, oder? Scheiße, die Waffenlizenz. Wenn du so schon mal illegal machst. Sonst kriegst du keine Waffen. Zumindest kriegst du sonst keine
Also ich habe bisher ja nur einen Waffenhändler gefunden und da konnte man nur Waffen holen, wenn man eine Waffenlizenz hat. Und zwar auch nur Pistolen. Den wir gerade beklaut haben, meinte, sobald du auf jemanden schießt, kriegst du die Lizenz abgezogen. Ja, gut, das ist egal, du kannst dann ja mit der Waffe trotzdem weiterballern. Ja, ja. Aber die ist ja dann auch weg, weil du wirst dann entweder geschnappt oder getötet irgendwann. Oder du ja, lebst natürlich. Ja. Du lebst natürlich bis ewig. Der Wagen, den Hardy geklaut hatte, wird er auch irgendwann verlieren. Ja, ne? Spätestens, wenn wir dann fertig sind. Ja. Ja, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch so lange machen, bis wir einmal Kokain gefahren haben. Ja, mich interessiert halt immer noch, ob man rohes Kokain fahren kann. Euch ist aber klar, dass ich mit der Karre dann nachher auf jeden Fall in die Pampa fahren werde und jetzt zu Schrott fahre. Ja, Standard, Junge. Das hat nicht aufs. Entschuldigung, wenn ich so ein 3,5 Millionen Euro Auto habe, dann lasse ich den auch nicht unbeaufsichtigt. Vor allem nicht, wenn da so eine Gruppe von Leuten auf einmal ist und dich in Gespräche verwickelt. Da kommen irgendwo Autos. Null! Da sind Autos. Ich bin jetzt sofort bei diesem Gebäude, ja, Peter. Ja, hier bin ich. Ah. Okay, der eine Heli startet wieder. Ich muss mal kurz drehen. Warte mal, wenn jetzt. Ja, die fliegen wieder weg. So, na Peter? Na, dann lass mich mal vorfahren. Jetzt fliegen die auch in unterschiedliche Richtungen. Moment, ich muss kurz meine Map aktualisieren. Ja, warte, muss ich auch. Alter. Können wir hier schon aussteigen? Ja, schön mittendrin. Hübsche Karre hast du da, Peter. Ah, fick dich. Ja, Peter hat es einfach nicht geschafft, sonst wäre deiner gewesen. Ja, das ja, im Prinzip gehört die Karre ja uns, weil wirklich mir gehören tut sie ja leider nicht. Ja, sollen wir jetzt nochmal probieren mit dem unreinen Kokain oder gehen wir auf Nummer sicher? Ja, es ist. Ja, oder, oder pass auf, wir, Christian und ich zumindest, machen die Tour mit dem unreinen Kokain, weil bis euer LKW voll ist, dauert, ja? Wir sind nämlich jetzt mal ohne Spaß, Leute, ne? Ich hab voll den Megaplan. Warte mal bitte, nicht so schnell fahren, ich muss sehen, wo du langfährst. Ich bin sowieso dafür, dass gleich sowieso, wenn wir uns am Kokafeld getroffen haben, irgendjemand anders den das Ding übernimmt. Weil wenn ich damit erwischt werde, ist klar. Ne? Hans-Peter, wie das gerade im Chat geschrieben ist, wenn irgendjemand anders davon euch mit dem Ding angehalten wird, dann könnt ihr sagen, ja, ist meiner. Das, ich kann gar nicht da mehr reintun. Ich kann. Scheiße, okay. Ich kann. Er klingt doch auf jeden Fall nach einem Plan, oder? Ja, aber ich habe keinen Rucksack. Ich kann nur dich aus der Affäre zu ziehen, ja. Wir tauschen dann gleich einfach, Peter. Mach du doch mal das Menü auf von dem Ding. Und ich gebe dir einfach mein komplettes Inventar die ganze Zeit. Drück ich da rein. Ja, das ist klar. Give it to me, baby. Kugler gab dir ein unreines Kokain. Das wird mir nicht im Inventar gerade angezeigt. Aber muss ich das mal offen zu machen. Alles klar, next. Next. Geil, ja. Ich frag mich, wie der sich aufregen muss. Wenn der schon 1,2 Millionen next gefarmt hat. Und der sich so, ich weiß nicht, wie viele Stunden er da schon in dem Spiel verbracht hat, ja. An sich schon so denkt so, wow, altes Life, ey, ist my second life und so. Und wir klauen ihm einfach seine Megakarre und Spaß. Jetzt bin ich erstmal zu Mama weinen gegangen, ey. Du bist so ein Arschloch, Alter. Klar bin ich ein Arschloch, aber ihr habt mir auch dabei geholfen, Arschloch zu sein. Einen noch. Ja, nee, gerade dabei nicht. Du hast ihn ja gerade fertig gemacht, als hätte der kein Real Life. Klar hab ich den fertig bei seiner Mutter wohnen. Okay, eigentlich ist das voll assi, aber Entschuldigung, wenn mir das Spiel die Möglichkeit dazu gibt, dann nutze ich das ja wohl auch. Klauen ist ja auch nicht das Schlimme. Würde mich mal interessieren, ob wir von den Zuschauern voll geflamed werden, dass wir so eine Scheiße abziehen. 100%ig. Wahrscheinlich. Ja. Ihr macht das Spiel kaputt. Ja, auf jeden Fall. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Wir geben der Polizei was zu tun, sonst ist doch langweilig, wenn alle nur nett sind. Ja, eben. Wahrscheinlich freuen die sich jetzt total, dass sie jetzt erstmal das Land hier mit ihren Helis absuchen können. Bist du noch hinter mir? Das Lächeln. Wir machen uns auf den Rückweg. Ja. Ich weiß nicht, ob du irgendwo abgebogen bist. Also wir fahren jetzt direkt zum Drogen. Also ich bin immer noch auf der. Okay, also ich bin jetzt auf jeden Fall noch auf dieser gepflasterten Stadt. Ja, ich seh dich. Oh! What the fuck? Ich habe übrigens auch ein Toolkit dabei. Fahrt bitte nicht ineinander rein. Das wäre sehr witzig, aber eigentlich tragischer, als es witzig ist. Ja, allerdings. Das stimmt. Boah, ich fühle mich richtig wie so ein LKW-Fahrer, ey. Guck mal, da fährt schon wieder. Das ist auch gerade ein LKW-Fahrer. Da fährt ein Auto rum. Ich schalte mal mein Licht aus. Okay, gute Idee. Ja, das ist halt die Frage, weißt du, machst du Licht aus, damit die dich nicht so schnell sehen, oder machst du Licht an, damit du nicht so auffällst, wenn sie dich sehen? Ja, das Problem ist, wir sind in geklauten Fahrzeugen. Wir können nicht mal sagen, wir hätten nichts zu verbergen. Aber sehen die denn, dass die geklaut sind? Kannst du die auch zuschließen? Nö, ich glaube nicht.
Aber okay, das Problem ist, wenn ich jetzt hinter der Steuer von dem dicken Ding sitze und die erinnern sich daran, was da im Chat geschrieben wurde. Ja, Hardy, den Wagen, den ich fahre, hast du aber auch geklaut. Ja, aber da erinnert sich doch kein Schwanz mehr dran. Ich weiß nicht mehr, wem ich den geklaut habe, welchem armen Individuum. Das weiß ich gar nicht mehr. Wem hab ich denn überhaupt abgezogen? Wo hab ich den überhaupt her? Das weiß ich gar nicht. Penta. Penta, stimmt. Ich weiß nur, dass das bis jetzt der größte Coup ist, den wir hier gemacht haben. das wird wahrscheinlich der größte haben, bleiben. Zwei Aufnahmesessions. Ja, ich glaube auch, dass das der größte. Nee, der größte ist, ein Polizeiauto zu stehlen. Oder einen Hubschrauber. Hubschrauber zu stehlen. Ich mach mal kurz Licht an. So, hier sind wir. Vorsicht! Vorsicht! Moment. Hallo! Wieder kommen wir. Oh, das war das wohl jemand anders. Nee, wir fahren den Feldweg, wir fahren den Küstenweg gerade direkt zum Drogendealer. Ah, die ist dann dir vorbeigefahren? Ja. Das war nur normaler Pickup Offroader. Normaler Drogendealer wahrscheinlich. Nee, der kam oben von DP4. Ah, okay. Das wäre voll geil, wenn die Leute hier noch so krass zusammenarbeiten würden, von wegen, ich habe gerade ein Hemd Richtung Kokerfeld gesehen. Naja, so. Das wäre nicht so gut. Aber davon hat man ja auch nichts. Alter. Oh mein Gott, war das eine mega geile Aktion. Da werde ich mir heute Abend im Bett auf jeden Fall einen drauf runterholen. Ich kann mich noch an das. Was hat er nochmal gesagt? So, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Oder was hat er nochmal gesagt? So, was soll denn das jetzt? Und vor allem die Bremse so, ey, da klaut einer deinen Wagen. Leute gibt's, ey. Leute gibt's, ja, ohne Scheiß. Wir können das jetzt verticken, ne? Ohne Lizenz. Aber du kannst das nicht veredeln ohne Lizenz, oder? Weil habt ihr Bargeld mit, Peter und Hardy, wenn ihr schon zu veredeln habt? Ich habe eine Kokain-Lizenz. Ich habe nicht so viel dabei. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt mittlerweile verticken können. Also ich habe das auf jeden Fall schon mal gemacht. Sag mal, seid ihr beiden eigentlich in dem geklauten Wagen unterwegs? Ja. Ja, sicher. Dann tut mir den Gefallen, wenn ihr dann zum Drogendealer fahrt mal kurz zurück in die Stadt und guckt mal, ob ihr das geklaute Fahrzeug beim Autohändler verticken könnt. Nein, habe ich doch schon. Ah! Ging nicht. Mann, sonst hätte ich mich den beim Autohändler, nicht bei der Garage. Bei der Garage war ich. Dann fahrt mal auf jeden Fall zum Autohändler. Man hört sich die ganze Zeit doppelt. Oh, sorry. Ja, ich höre mich auch immer doppelt bei Hagen. Mach mal langsam, Peter. Dann fahrt mal auf jeden Fall zum Autohändler auf dem Marktplatz da und guckt mal danach, ob ihr den verticken könnt. Weil wenn ja, dann müsst ihr gucken, ob die Bullen da stehen. Dann fahr ich den und vertick den einfach sofort. Beim Autohändler stehen auf jeden Fall Bullen, da ist immer was los. Ja, egal, aber dann fahre ich da hin. Aber die kann ich auch ablenken. Ja, die kannst du auch ablenken. Im Zweifelsfall halt zweifel mit dem Auto irgendwo rein, das ist gut. Ja, im Zweifel, ohne Spaß, im Zweifel, wenn wir sagen, wir teilen das oder so das Geld, dann just for the lols, weißt du, bam, Junge. Ja, wenn wir die Karre verticken, dann teilen wir das auf jeden Fall, Alter. Ist klar. Aber wenn wir das tatsächlich schaffen, den vertickt zu kriegen, dann wäre das megamäßig geil. Das wird uns bestimmt eine Million bringen oder so. Kann ich mir vorstellen. Wir müssen um den Zaun rum, Hardy. Ist das? Ich sehe den leider nicht. Oder kann man hier schon Kokain? Warte. Wobei, wie die Leute im Chat ja sagten, du kannst damit nichts anderes machen als hier rumfahren. Das stimmt. Also Hardy, du musst mir mal einen Schlüssel geben für den Weißen. Und auch für den anderen, damit ich die voll machen kann auch. Genauso wie du. Oder? Ich muss die Karre erstmal aufschließen. Du musst mal den Motor ausmachen, du bist voll laut, Alter. Ja, hup doch noch! Ach, ups. Kann ich den jetzt abschließen? Hier sind wir. Warte. Ja, echt noch? Okay, den kann ich abschließen, aber den Weißen konnte ich nicht abschließen. Na, Schnucki? Wow, guck. Ich hör einen Heli. Da ist ein Heli. Ja, da könnten auch wieder die Drogendealer sein. Weil auch im Kokerfeld sind eigentlich keine Bullen. Wobei, das waren zwei Helis. Alter, ich will in den Wagen einsteigen, hallo? Ich kann nicht einsteigen. Doch, jetzt. Vielleicht fliegen die auch unabhängig voneinander. Das sind, glaube ich, keine Polizisten. Nee, das sind doch keine Bullen. Ja, aber vielleicht schießen die uns ab. Ja eben, ihr habt jetzt einen riesen Laster dabei, ne? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, das Problem ist nur, was sollen sie machen, oder? Du kannst natürlich den Hamlet irgendwo im Wald verstecken. Ich lass mir den auf jeden Fall nicht klauen, das sag ich dir jetzt. Das ist meiner. Ach, wir warten einfach, bis die weggeflogen sind. Ganz einfach.
Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Ja. Was haben wir dort auch gemacht? Die waren auch relativ schnell, weil die zu viert waren. Weißt du, was du mal machen könntest, Peter? Die jetzt alle über den Haufen fahren, den Heli klauen. Wie soll ich die denn jetzt alle über den Haufen fahren, Alter? Nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, das wäre mega geil. So, Chris, 2 Kilometer noch. Da hinten laufen sie rum. Einer nur? Das weiß ich nicht. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, weiß ich auch nicht genau. Also einer stand auf die Bounce jetzt am Heli. Das hat kannst du mir Keys geben? Was kann ich machen? Kannst du mir über Z Schlüsselbund Autoschlüssel geben? Ja. Für den weißen und für den großen. Kann ich nicht, du bist nicht immer in der Nähe. Du hast, oder? Also ich habe für mein geklautes Auto keine Schlüssel, die ich weitergeben kann. Also bei mir stand, ich hätte Schlüssel bekommen irgendwie. Ja, aber ich glaube, die sind jetzt bin ich aber in deiner Nähe. Schlüsselbund für Truck. Muss ich Fallen drücken? Ach, das geht sogar wirklich. Nee, nicht was? Fallen drücken. Keine Ahnung. Nee, ich habe aber leider nichts. Ja, auf Schlüssel. Doch, Hans-Peter hat dir Schlüssel für einen Truck gegeben. Okay. Ach, dann geht das doch. Lol, wieso wird denn dann der Rote hier als blau-weiß? Für den, wo du drin sitzt, brauche ich aber auch noch. Ach so, ja. Ruckel, ruckel, ruckel. Ne, ja, wir fahren gerade selbst. Ich fahre auch nicht. Ich fahre zwar relativ zügig, aber ich bin safe. Kannst du beim Fahren mal gucken, ob die Karre auf und zu machen kannst jetzt? Ja, ja. Ah, okay, ist dann ist das blau-weiß. Dein Auto ist blau-weiß, was wir gerade fahren, Bram. Oh, interessant. Wir müssen den Scheiß da mal rausholen und wegwerfen. Ja, aber ich will nicht abgeknallt werden, während ich da draußen rumlaufe. Aber ihr probiert noch aus, den zu verkaufen, oder? Ja, wir sind in 200 Metern sind wir beim Drogendealer. Okay. Ich höre einen Heli. Ich höre noch einen Heli, Peter. Die waren zu zweit eben, die Helis, die da gesammelt haben. Ja. Adi, jetzt mach doch nicht die Engine an, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Der hat ein grünes und ein rotes Licht auf jeden Fall. Ich meine, mit so einem Vieh kannst du eh nicht von dem Heli fliehen im Fall eines. Ich kann dran eine Kokain nicht geben. Nee. Du kannst sind aber keine Bull, das ist der zweite Heli von den Motherfuckern. Scheiße. Jetzt hilf mir mal, den Scheiß hier wegzuwerfen, ey. Das kannst du doch auch in dem Wagen machen. Ich kann nicht drauf zugreifen, wenn du drauf zugreifst. Achso, unreines. Alter, hat denn da alles drin? Kupferbarren? Sollen wir die auch wegschmeißen? Also, wir müssen auf jeden Fall die große Runde fahren bis zur Kupferveredelung. Ja. Okay. Du kannst unreines nicht verzicken. Ich schmeiß das weg. Okay. Ach, kann ich nicht, wenn ich in einem Auto sitze. Das ist doch Bullshit. Moment, lass mich mal ganz kurz gucken, wie jetzt ein bisschen Strecke ist. Ja. Ich weiß doch nicht mal, wo die ist. Also links. Ach da, ach du Schande. Ja, das ist ein Stück. Ah, Inventar. Moment, sag mal, wenn du fertig bist, Peter. Ja, bin ich. Gut. 5 Ups. Kilometer. Ja, aber jetzt ist die Sache, Peter hat die Lizenz, weißt du. Das heißt, wir müssen dann auf Peter warten. Was soll man machen, wa? Okay, da ist jetzt nur noch das Heroin drin. Aber ich hätte zumindest genug Geld, um auch eine zu kaufen. Ich wollte mir diese so noch kaufen. Halt, ich habe ein bisschen Angst vor denen da hinten, wa? Ich auch. Wie weit müssen wir denn in das Feld reinfahren? Kann man das eigentlich auch vom Auto aus pflücken? Nee. Aber nicht. Oder? Scheiße. Weiß ich nicht. Die können mal echt mal eine Runde Gas geben, die Arschis. Oh ja. So, ich stelle mich jetzt hier hin und pflücke.
Vielleicht geht das ja einfach. Vielleicht gehen da einfach 500 rein. Ohne Witz, da, das ist. Die sollen echt sich mal verpissen so langsam. Ich würde gerne auf das Feld fahren. Mehr Kuckerblätter. Sammelst du denn schon? Ja, ja. Sitzt ja nicht so feige im Wagen rum wie du. Ja, ich beschütze nur unser kostbarstes Gut, was wir gerade besitzen. Deine Mutter? Ja. Weil wenn hier nämlich irgendwas 400, schief geht, schmeiße ich den Motor und verpiss mich. 450 passen da übrigens rein. 450? Alter. Also nicht 450 Kokain, sondern 450 Mengeneinheit. Das ist eine ganz schöne Monsterladung. Oh. Fuck, hier in meinem ist ja auch noch voll viel Kupfererz drin, ey. Moment, ich muss aber ganz kurz gucken. Kann man das unrein in den Netz verticken oder nicht? Nee. Nein. Wir sind gerade auf dem Weg zur Veredelung. Dann links. Oh, Weed ist nur bei 1,9k. Aber du kannst davon wahrscheinlich auch mehr mitnehmen, das ist nicht so schwer, oder? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Oh, fuck. Weißt du, was mega geil wäre? Soll ich mal in den Chat schreiben? Möchte jemand einen... Kannst du machen? Kannst du nach der Tour machen? Ja, genau, nee, nicht jetzt. Das mache ich, wenn wir den nicht vertickt kriegen bei dem Markt. Also ganz am Ende? Ja, ja.